Guten Abend zur Hessenschau am Samstag und heute mit diesen Themen. Wiesbaden Erklärungen, Bundes-CDU bei Jugendkriminalität auf Kochkurs. Klammheimlicher Verkauf, Bahn trennt sich von knapp 500 Bahnhöfen. Und Spendensammlung, Sternsingerfeier in Fulda läutet den alten Brauch ein. Die Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes in Wiesbaden ist heute zu Ende gegangen. Vor zwei Tagen. Keine Kurzwaren, sondern Metall ist sein Metier. Kai Wolf aus der Künstlerfabrik Fricks in Hattersheim bei Frankfurt. Dass man seine Kunst und sein Wissen auch weitergibt, sogar schon an die Kleinsten, ist eine Selbstverständlichkeit hier. Eben das Fricks-Prinzip. Vierter und letzter Teil unserer kleinen Serie. Eva lernt löten. Die Werkstatt des Metallbildhauers Kai Wolf ist heute ziemlich voll. Eine Handvoll Kinder ist an diesem Wochenende in die Fabrikruine Fricks gekommen, um Rennautos aus Holz zu bauen. Und zwar mit richtigen Profi-Werkzeugen. Okay, super. Du musst immer etwas länger berühren, ja, ne? Nicht so kurz, sondern ruhig die Öse so 2-3 Sekunden lang berühren. Ja? Jetzt nochmal hier an der Kupferstelle dran halten. 4 Stunden werkeln die Jungs und Eva in Kai Wolfs Werkstatt an diesem Wochenende herum. Unterdessen sägt Eva an der Karosserie ihres Rennwagens. Kai Wolf selbst baut keine Rennwagen mehr. Wenn er in seiner Werkstatt arbeitet, sieht das meist sehr rabiat aus. Als Metallbildhauer arbeitet Kai Wolf am liebsten mit alten Fundstücken. Die Sachen müssen richtig alt und rostig aussehen. Dann haben sie für Kai den richtig archaischen Look. Das ist das Umgekehrte von der Pop-Ästhetik, also von Neon und Blank und viel blankes Eisen und Glas und so. Oder eben bunte reine Farben, die Grundfarben zu benutzen. Im Grunde alles, was erdig ist, entspricht halt auch diesen Rosttönen. Kai Wolfs Kunstmaschinen sehen daher immer schon ein wenig gebraucht aus. Der Staub ist Absicht. Dieses Spiel mit längst vergangenen Zeiten ist bei ihm Programm. Altes Spielzeug, altes Werkzeug, das ist das Material, aus dem Kai Wolf Kunst in Bewegung setzt. Hinter allen Stücken steckt immer eine witzige Pointe. Heute baut er eine Klangschale aus einem alten Uhrwerk und einem natürlich rostigen Wok. Bevor ich hier in der Fricks gelandet bin, habe ich früher wirklich jede leerstehende Fabrik hier im Rhein-Main-Gebiet auch durchstöbert und dort auf der Suche nach entsprechenden aussagekräftigen Fundstücken. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Die Werkstattkinder haben ihre Rennautos auch schon fertig gebaut. Mal sehen, ob Evas Silberpfeil sich durchsetzen kann. In der Frickshalle treten alle zum Wettrennen an und tatsächlich. Am Ende gewinnt das einzige Mädchen. Eva, die heute erst löten gelernt hat, hat das schnellste Auto gebaut. Die Siegerin kriegt natürlich auch einen Preis. Und zwar kriegst du noch eine Hupe für dein Auto. Die Fricks in Hattersheim, die alte Fabrikruine, etabliert sich mehr und mehr zu einem außergewöhnlichen Künstlerort. Vielleicht arbeiten hier die Stars von morgen, wer weiß. Wer Kunst mag, sollte auf jeden Fall hierher kommen zum Gucken und selber machen. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick aufs Wetter. Karen Schmidt, sind denn Eis und Straßenglätte auch heute Nacht ein Thema? Nein, Robert, heute Nacht wird es